Bachmut im Osten der Ukraine. Schauplatz der bisher größten Schlacht dieses Krieges. Über 10 Monate greift Russland die Stadt an. Gegen erbitterten Widerstand. Der Reporter Ibrahim Naber erzählt die Geschichte dieser Schlacht anhand des Schicksals dreier ukrainischer Soldaten, die er an der Front kennenlernt. Vadim Adamov, Yuri Samanyuk, Michailo Alexenko. Nur einer der jungen Männer wird das zweite Jahr des russischen Angriffs überleben. Ibrahim Naber reist mehrfach in das Kriegsgebiet. Er begleitet die Soldaten an die Front, trifft ihre Angehörigen, ihre Familien und ihre Freunde. Im Ringen um jeden Meter Staatsgebiet zahlen die Ukrainer einen hohen Preis. Februar 2023. Die meisten der einst 70.000 Einwohner sind aus Bachmut geflohen. Nur noch wenige Tausend leben hier zwischen und in den Ruinen der zerbombten Stadt. Wochenmarkt unter russischem Beschuss. Die Geschäfte hier haben alle dicht gemacht. Nichts geht mehr. Wie ist denn die Situation im Allgemeinen hier? Die Situation? Konstant beschissen, wenn ihr mich so fragt. Verstehst du, was ich meine? Ich kann es nicht anders formulieren. Beschuss, Bombeneinschläge. Meine zwei Geschäfte sind niedergebrannt. Wollen Sie die Stadt nicht verlassen? Erst wenn ein russischer Panzer direkt vor mir steht. Ich bin an der Seite der Ukraine. Solange die ukrainische Armee hier ist, werde auch ich hier sein. Diejenigen, die noch in Bachmut ausharren, suchen in Kellern Schutz vor den russischen Bomben und Granaten. Die meisten Einwohner haben zu Hause keinen Zugang mehr zu Strom und Wasser. Seit Wochen. Das normale Leben in der Stadt ist erloschen. Guten Tag. Ich bin ein Journalist aus Deutschland. Wie heißen Sie? Piotr, wie alt sind Sie? 72. Wie ist denn die Lage? Wie ist das Leben aktuell in Bachmut? Was soll ich sagen? Schau dich um. Zunächst war es ruhig, dann ist plötzlich wieder etwas bei mir eingeschlagen. Teile einer Bombe haben nur meine Lippe getroffen. Ich hatte Glück. Warum verlassen Sie Bachmut nicht? Es ist einfach so. Ich will meinen Sohn nicht verlassen. Bachmut bildet Anfang des Jahres 2023 die Hauptfront des Kriegs. Wochenlang verteidigen die Ukrainer ihre Stadt gegen Sturmangriffe. Die russischen Truppen nehmen erste Viertel am Stadtrand ein. Doch noch hält die ukrainische Armee das Zentrum unter ihrer Kontrolle. Das war Teil der russischen Winteroffensive, die versucht hat, auf dem direkten Wege, also von Osten, Slawiansk und Kramatorsk einzunehmen. In Bachmut selbst, im Ort, kamen in weitesten Teilen Einheiten der Wagner-Söldner-Truppe zum Einsatz. Das waren zum Großteil Strafgefangene, die aus Sicht der russischen Armee im Grunde nichts wert waren und die man verheizen konnte. Bachmut selbst wurde dann durch die internationale Medienberichterstattung zu einem Symbolbild dieses Krieges. Dadurch, dass eben Bachmut dann in aller Munde war und quasi zum Synonym wurde für diesen Stellungskrieg und für die enorm hohen Opfer. Die Schlacht um die Stadt hat für Präsident Zelensky eine hohe politische Bedeutung. Auf seiner USA-Reise Ende 2022 wirbt er für Bachmut um weitere militärische Unterstützung. Die Ukraine ist nicht gefallen. Wir sind am Leben und auf dem Vormarsch.
Er hat eine Flagge mitgebracht mit Unterschriften von Soldaten, die also in Bachmut eingesetzt sind. Selenskyj hat ja auch Bachmut kurz vorher besucht, sehr medienwirksam. Und dementsprechend hatte das natürlich politische Symbolkraft. Ibra, komm zurück! Der Reporter Ibrahim Naber ist mit Soldaten der ukrainischen 93. Brigade im Kriegsgebiet. Die Gruppe, die er begleitet, ist für Luft- und Bodenaufklärung in Bachmut zuständig. Der Pilot des Drohnenteams ist Vadim Adamov. Er ist 18 Jahre alt. Unser Plan zuallererst heute ist es, nicht zu sterben. Das wäre ein guter Anfang. Wir fahren tief rein nach Bachmut. Dort werden wir unser Auto an einem Ort parken, den wir gut kennen. Denn Autos sind ein großer Nachteil, wenn man nach Positionen sucht, weil sich jeder erkennen kann. Vadim steuert kleine Aufklärungsdrohnen. Seine Aufgabe ist es, russische Stellungen zu enttarnen. Es bietet sich die Chance, das Team an die Front zu begleiten. Unter einer Bedingung: auf eigenes Risiko. Wie weit werden wir heute denn von den Russen entfernt sein? Wir werden ungefähr 1,5 Kilometer von den Russen entfernt sein. That's inside Bachmut, right? We can go close. Wir können auch noch näher ran, wenn du magst. Ibrahim Naber filmt den Einsatz mit seinem Handy. Ab jetzt darf nur er allein die Soldaten begleiten. So bleibt die Gruppe klein und bietet ein weniger lohnendes Ziel für die russischen Angreifer. Vadim und Alexander haben den Auftrag, zwei neue Aufklärungspositionen zu finden. Das erste, wonach wir immer schauen, ist ein Schutzkeller. Egal was. Was auch immer sich anbietet. Alles ist besser, als sich im Freien zu befinden. Wenn wir nur dorthin gelangen könnten. Ich verstehe nicht, warum es hier keine Leiter gibt, die in den Keller führt. Das wäre doch cool. Dieser Keller eignet sich nicht. Die Soldaten entscheiden sich, draußen weiterzusuchen. Doch dann nehmen die Einschläge in der Nähe zu. Vadim dreht wieder um. In den Keller? Komm schon, lass uns die Explosionen abwarten. Der Einschlag war nicht weit weg, aber auch nicht zu nah. Immerhin leben wir noch. Ich schlage vor, dass wir hier kurz bleiben und uns anhören, wie sich der Beschuss entwickelt. Ehrlich gesagt, scheiße. Wir sind gerade ein gut sichtbares Ziel. Okay, los geht's. Wir lassen ihn ein bisschen vorgehen, damit wir keinen Haufen bilden. 10 Meter hinter dir, ja? Hier ist es besser, noch ein bisschen mehr Abstand zu halten. In Abstand zueinander dringen die Aufklärer tiefer in die Stadt vor. Fast jedes Haus weist Zerstörungen auf. Das Viertel wirkt wie ausgestorben. Die Soldaten inspizieren eine Schule und deren Turnhalle. Eine zerstörte Schule? Ja, vor kurzem haben hier noch Kinder gespielt. Geht der Beschuss raus? Vadim antwortet nicht. Bis zu Russlands Überfall war Bachmut voller Leben, bekannt für guten Wein und die nahegelegenen Salzminen. Nun liegt die Stadt schon seit Monaten unter russischem Dauerfeuer. Für die Soldaten birgt jeder Einsatz hier ein hohes, ein tödliches Risiko.
Das ist eine verdammt zerbombte Stadt. Und es ist gruselig zu wissen, dass das Gleiche auch in Kiew passieren könnte. Wo ich herkomme, wo ich die Hälfte meines Lebens verbracht habe, wo meine Freunde und Familie leben, wo sich meine erste Schule befindet. All meine Erinnerungen an die Kindheit. Vadim und Alexander machen einen Halt bei einer befreundeten Einheit. Der Keller eines verlassenen Wohnhauses dient dieser als Unterschlupf. Schlafplätze mitten in der Hölle von Bachmut. Wie lange die Verteidiger der Stadt hier sein werden, ist ungewiss. Sie wissen, dass der Feind mit allen Mitteln vorwärts drängt. Bachmut droht die Einkesselung. Der Kommandeur der kleinen Truppe ist Juri Samanyuk, genannt Jura. Wenn wir den Funk benutzen, nennen sie mich nur 13. Er ist Nummer 11. Was ist dein Job? Bist du auch Drohnenpilot? Nein, nein, ich leite die Mörsereinheiten und unsere Granatwerfer. Gehen die Russen hier stark in die Offensive? Every night and every day. Ja, jeden Tag und jede Nacht. Das ist sehr schwierig aktuell. Er ist mein bester Freund. Kennt ihr euch schon lange? Ja, er ist wie ein Bruder für mich. Wir kommen aus demselben Dorf. Woher kommst du? Ich wurde in Ivano-Frankivsk geboren. Aber ich lebe seit 12 Jahren in der Nähe von Kiew. Er kommt aus meinem Dorf und ich habe ihn hierher geholt, in die 93. Brigade. Die Soldaten haben sich, so gut es geht, in ihrer provisorischen Unterkunft eingerichtet. Das ist unser Loft-Style-Keller. Basement. 2 Sterne? Vielleicht sogar 3. Wir haben hier Internet, wir haben Elektrizität und Essen. Das ist alles, was wir brauchen. Militärisch hingegen, so zeigt das Gespräch, brauchen sie weitaus mehr. Die Lage hier mitten in Bachmut ist angespannt. In blutigen Kämpfen rücken die russischen Angreifer Meter um Meter vor. Was ich ganz vergessen habe, wie alt bist du? 36 Jahre. Familie? Ja, 2 Kinder. Sie leben jetzt in der Slowakei mit meiner Ex-Ehefrau. Jetzt habe ich eine neue Frau. Ich habe während des Krieges nochmal geheiratet. Ein zweites Mal. Halina heißt die Frau, die Juri Samanyuk geheiratet hat. Die Braut in Weiß, der Bräutigam in Flecktarn. Eine Kriegshochzeit. Ist sie auch Soldatin? Nein, keine Soldatin. Aber sie hat auch 2 Kinder. Das heißt, ich habe jetzt 4 Kinder. Wofür kämpfst du in diesem Krieg? It's a big question, but ich will nicht, dass die Russen uns unser Zuhause wegnehmen. Ich muss sie hier stoppen. Mein Dorf war zu Beginn des Krieges unter russischer Besatzung nahe Kiew. Es hat einige Schäden erlitten. Vadim nutzt die Pause, um seine Mutter anzurufen. Sie ist nach Deutschland geflohen. Durch tragbare Starlink-Empfänger haben die Soldaten selbst an der Front Zugang zum Internet. Sie kommunizieren über verschlüsselte Dienste. Mama, wie geht's? Alles gut bei euch? Siegen. Ihr wohnt in Siegen? Aha, ein Dorf bei Siegen. Es ist Zeit aufzubrechen. Vadim und Alexander machen sich wieder auf die Suche nach einer sicheren Stellung für ihre Aufklärungsflüge mit der Drohne. Also wir gehen jetzt hier gerade zu einer neuen Position.
Und man hört sie eigentlich die ganze Zeit nur rauschen und explodieren. Das sind unsere Leute. Es wird gerade ziemlich intensiv hier, oder? Ja. Das ist ein Vasiljok-Mörser, oder? Nein, Vasiljok feuert 4 Schüsse gleichzeitig ab. Die Soldaten entdecken ein Haus, das von außen vielversprechend aussieht. Sie möchten es sich näher ansehen. Ein versperrtes Tor stellt dabei kein großes Hindernis dar. Willkommen zu Hause. Das Haus ist verlassen und stark beschädigt. Die Bewohner scheinen schon vor längerer Zeit geflohen. Kreuz und quer liegt ihr Hab und Gut auf beiden Etagen. Es sieht nach einem panischen Aufbruch aus. Dort drüben wäre es perfekt. Von wo? Von dieser Wohnung da. Während Alexander den Keller inspiziert, kann Vadim im Wohnzimmer kurz durchatmen. Er nimmt die unwirklich erscheinende Situation in sich auf. Es ist immer seltsam, an Orten wie diesen zu sein. Es fühlt sich so an, als ob hier noch vor kurzem alles voller Leben war. Dieser Mann hat sich sehr für Wrestling und Sport interessiert, hat seine Fische gefüttert. Und dann war plötzlich alles vorbei in diesem Haus. Ich will nicht, dass meine 7 Jahre alte Schwester in einem solchen Land aufwachsen muss und in den Krieg zieht. Wenn du 18 bist wie ich, fühlt sich das alles hier wie eine Ewigkeit an. Ich kam aus der Schule, habe ein Jahr in der Filmindustrie gearbeitet. Und dann Krieg. Vadim baut seine Überwachungsdrohne auf, die er in seinem Rucksack mitträgt. Das Fluggerät, das man überall kaufen kann, ist jetzt seine Waffe an der Front. Manche sind mit Wärmebildkameras ausgerüstet, alle mit Zoom-Objektiven. Vadim startet zum Testflug über die russisch besetzten Gebiete und entdeckt sofort auffällige Bewegungen. 5 Leute. Ja, das sind Russen. Die feindlichen Soldaten ahnen nicht, wie nahe sie dem Tod gerade sind. Es ist ein Testflug und da wir gerade keine Verbindung mit der Artillerie haben, können wir sie jetzt nicht beschießen. Aber ich speichere ihre Position im System und werde das Material an die Kommandeure übergeben. Dann analysieren wir das. Das Haus überzeugt Vadim und Alexander als neuer Beobachtungsposten. Sie setzen ihre Mission in Bachmut fort, um noch eine weitere Position zu finden. Trotz des Beschusses scheinen noch Zivilisten in der Nähe zu sein. Es ist unfassbar, wie Menschen hier noch leben können. Also ich habe gerade schon wieder ein Schild gesehen an einem Haus mit Kreide draufgeschrieben. Shivut Ludi, also hier leben noch Leute. Ich bin so verdammt müde von dem ganzen Laufen. Das ist verrückt. Wenn ich diese Explosionen ständig höre, werde ich nervös. Ihr scheint euch daran gewöhnt zu haben. Wenn du die Explosionen immer wieder hörst, bekommst du ein gutes Gespür. Das geht in deine Richtung. Das in die andere Richtung. Die Schusswechsel und Einschläge in der Nähe scheinen die Soldaten nicht zu beeindrucken. Auch dieses Wohnhaus ist verlassen. Von den Einwohnern keine Spur. Trotzdem entscheiden sich Vadim und Alexander, weiterzuziehen. Ihr kommt da nicht rein, oder? Ja, wir kriegen keinen Zugang zu dieser Position. Der Beschuss wird intensiver und kommt näher.
Die Soldaten suchen Deckung im Keller einer weiteren Einheit, mit der sie zusammenarbeiten. Hier begegnet der Kriegsreporter Ibrahim Naber dem 28-jährigen Soldaten Michailo. Mein Rufname ist MC. Now we are in Bakhmut. Wir befinden uns gerade in Bakhmut, in der Region Donetsk. Die russischen Truppen sind etwa 1 Kilometer von uns entfernt. Ich arbeite hier mit den anderen Jungs an einem Mörser. Michailo hatte sich nach Russlands Invasion freiwillig zur Armee gemeldet. Schon nach wenigen Monaten wurde er an die Front verlegt. 85% der Kameraden seiner Kompanie sind in Bakhmut bereits getötet oder verletzt worden, berichtet er. 15, 16 Boys. Nur noch 15 oder 16 unserer Jungs sind hier. Die anderen können nicht mehr kämpfen. Von 100, oder? Ja. Klar ist, der Feind, die russischen Angreifer, sind in dieser Phase der Schlacht bereits deutlich überlegen, personell und materiell. Das wissen die Soldaten. Die Russen haben hier Kampfflugzeuge im Einsatz, Helikopter. Viele Mörser, viel Artillerie, viel Munition und Minen. Und wir haben einfach nicht genug Leute. Darum müssen wir cleverer als sie vorgehen. Der junge Soldat ist im Osten der Ukraine aufgewachsen. Für ihn ist Russlands Angriff auf sein Land nicht nachvollziehbar. Mein Kamerad hier ist aus Donetsk. Ich komme aus Slowjansk. Wir haben unser ganzes Leben lang Russisch gesprochen, vor dem Krieg und heute. Das ist die freie Entscheidung von jedem hier. Wir wollen nicht die Waffen sprechen lassen, aber jetzt ist die Zeit dafür. Wenn wir es jetzt nicht tun, werden wir alle sterben. Wir wollen nicht mit Russland verhandeln. Wir wollen nicht nach Russlands Regeln leben. Wir wollen einfach nur unser gesamtes Territorium zurück, denn es ist unser Land. Der Wille der Verteidiger, die so wichtige Moral, scheint ungebrochen. Doch alle berichten von hohen eigenen Verlusten, von zu wenig Kämpfern, zu wenig Waffen und zu wenig Munition. Als die Soldaten auf dem Rückweg nochmals im Keller von Juri vorbeischauen, spricht auch der junge Kommandeur von Problemen. Russland rücke in der Stadt vor, Block für Block. Es gibt bereits Straßenkämpfe, stimmt das? Ja, es finden echte Straßenkämpfe statt und es ist sehr hart für uns. Die Russen sollen hier auch Scharfschützen im Einsatz haben. Ja, sie arbeiten hauptsächlich im Dunkeln. Sie haben Nachtsichtgeräte. Es ist ein sehr großes Problem, das zweitgrößte Problem nach Artillerie. Wir erleiden sehr viele Verluste durch die russischen Scharfschützen. Bei Einbruch der Nacht verlässt das Team die umkämpfte Stadt. Juri und Michailo bleiben in Bakhmut, in ihren Stellungen. Vadim will am nächsten Morgen in das Kampfgebiet zurückkehren. Für den Reporter Naber geht es weiter durch die Nacht. An Bord der Avstrika, einem ehemaligen Schulbus, der zum fahrenden Lazarett umgebaut wurde. Hier werden auch ukrainische Soldaten aus der Frontregion bei Bakhmut versorgt. Ein junges Ärzteteam kümmert sich um die Verwundeten. Viele sind bei den Kämpfen schwer verletzt worden. Wir haben heute 12 Soldaten an Bord und das ist echt gut. Denn mit einem normalen Rettungswagen könnten wir maximal 1 bis 2 Verletzte transportieren. Die aktuelle Lage an den Frontlinien ist sehr turbulent.
In manchen Regionen haben wir sehr schwere Verluste unserer Soldaten. Wir wissen, dass diese Jungs Helden sind. Sie sind in den Krieg gezogen, um uns zu verteidigen. Auch mich. Mein Job ist es, ihnen Respekt zu zeigen und ihnen die Hilfe zu geben, die sie brauchen, um lebend im Krankenhaus anzukommen. Wir hatten kürzlich einen Mann, der fast am Verhungern war. Er hatte 5 Tage nichts gegessen. Als er dann bei uns ankam und von uns Essen bekommen hat, hat er geweint. Er sagte, das ist unglaublich, genau davon habe ich geträumt. Nur einen Keks, ein Saft oder ein bisschen Wasser. Nach knapp 4 Stunden Fahrt erreicht der Bus das Krankenhaus. Alle an Bord haben in dieser Nacht überlebt. Für die jungen Ärzte geht es direkt zurück zur Front. Viele weitere Verwundete warten schon. Frühjahr 2023. Der erbitterte Kampf um Bachmut geht weiter. Ukrainische Truppen stemmen sich verzweifelt gegen die Einkesselung. Mitte April 2023 ist bereits mehr als die Hälfte der Stadt in russischer Hand. Der ukrainische Präsident Selenskyj lehnt einen Rückzug seiner Truppen weiterhin ab. Da gab es innerhalb der ukrainischen Führung einen Zwist, ob man die Stadt hält oder ob man sie aufgibt. Gerade dass also Selenskyj bzw. sein Berater Yermak haben an der Stadt festgehalten, auch in der Spätphase dieser Schlacht, aus politischen Gründen. Aus militärischer Sicht gibt es nur noch wenig Gründe für die Ukraine, so viele Soldaten in Bachmut zu opfern. Nach Meinung von Militäranalysten ist die strategische Bedeutung der Stadt dafür zu gering. Bachmut war ein Fleischwolf für beide Seiten. Für die russische Seite im Grunde im Verlauf der ganzen Schlacht. Für die ukrainische Seite vor allen Dingen dann in der Endphase der Schlacht um Bachmut. Während Vadim und Juri auch im Frühjahr weiter direkt in Bachmut kämpfen, wird Michailos Einheit nach Sloviansk verlegt, etwa 40 Kilometer von Bachmut entfernt. Dies sind Aufnahmen von Michailos Handy. Als er am 27. März 2023 mit Kameraden an die Front bei Liman fährt, geraten sie unter Beschuss. In einer Nachricht schreibt er: Sehr kalt, aber am Leben. Am 1. April enttarnen russische Truppen die Position von Michailos Einheit. Sie beschießen die Stellungen sofort. Sie haben unser Versteck getroffen. Alle Männer haben Gehirnerschütterungen. Sechster April. Weiterer Beschuss. Michailo schreibt: Wir haben große Verluste. Ich will gar nicht schreiben, was für schreckliche Dinge hier und in Bachmut passieren. Mitte April ist der junge Soldat dann an der Front nahe der Kleinstadt Kremina im Einsatz. Wieder dokumentiert Michailo sein Leben im Schützengraben. Wieder wird die Stellung beschossen. Er filmt, wie sich die Soldaten eine Dose Pfirsiche teilen. Es wird seine letzte Aufnahme sein. Eine knappe Stunde später, kurz nach 5:30 abends, schlägt ein Geschoss in die Stellung ein. Michailo stirbt. Es ist der 15. April 2023. Truskawitz im Westen der Ukraine. Hier wohnen die Eltern von Michailo. Jetzt. Ihre ostukrainische Heimatstadt Sloviansk mussten sie bereits in den ersten Kriegsmonaten verlassen. Vater Oleg arbeitet als Lehrer. Mutter Nelly ist Sozialarbeiterin. Sie erzählen von dem Moment, an dem sie vom Tod ihres einzigen Sohnes erfahren haben. Es war Sonntag, der 16. April. Ostern. Ja, genau, Ostern. Am Morgen war noch alles gut, die Sonne schien. Gegen 15 Uhr habe ich dann einen Anruf erhalten.
Sanitäterin. Von der Sanitäterin seiner Brigade. Sie sagte uns, euer Sohn Michailo ist gestorben. Ich habe geschrien, das ist nicht wahr. Und die Sanitäterin sagte, er ist als Held gestorben. Lasst uns entscheiden, wo wir ihn begraben. In Lviv? Denn er war ja Teil einer Brigade aus Lviv. Sie haben ihn erstmal nach Slowjansk gebracht. Die Eltern erzählen, dass sich Krieg durch die Geschichte ihrer Familien zieht, über Generationen hinweg. Wir haben ihm in seiner Kindheit keine Spielzeugwaffen gekauft, weil wir Pädagogen sind und mein Vater immer sagte, der Krieg werde mit meiner Generation ein Ende nehmen. Mein Vater wurde mit 16 Jahren an die Front geschickt und Großvater war auch in den Krieg gezogen. Ihr Sohn habe immer viele Freunde gehabt, sagen die Eltern. Die Schule schloss Michailo mit einer Goldmedaille für herausragende Leistungen ab. Im Anschluss studierte er Politikwissenschaft. In den Sommerferien engagierte er sich ehrenamtlich bei einer Stiftung zum Aufbau der Ukraine. Kurz nach dem russischen Angriff 2022 habe sich Michailo dann beim Militär gemeldet. So berichten es Nelly und Oleg Alexeyenko. Eines Tages stellte er uns vor vollendete Tatsachen. Er sagte, Mama, ich wurde einberufen. Ich bereite mich jetzt für die Front vor. Dann sagte er uns im Juni 2022, dass seine Einheit nun aufbreche. Aber wohin durfte er uns damals noch nicht sagen. Wir erfuhren später, dass sie sich in der Region Kharkiv aufhalten. Wir hatten die Vereinbarung, dass er uns jeden Tag schreibt, wenn möglich. Die wichtigsten Worte, die er uns schrieb, waren alles gut oder alles okay. Er hat uns öfters Bilder von ihrem Essen geschickt. Ich habe Fotos von Pilzsuppe, Früchten, Wassermelone. Das war ihm sehr wichtig, weil ich mir immer große Sorgen um ihn gemacht habe. Sonst schickte er uns fast nichts. Wann habt ihr Michailo das letzte Mal gesehen? Am 24. Februar 2022. Denn als wir hierher in die Westukraine gekommen sind, saß er bereits in der Kaserne fest. Er sagte uns, ich kann nicht zu euch. Niemand wird mich hier rauslassen. Du bist also derjenige, der ihn das letzte Mal gesehen hat, nicht wir. Als er beerdigt wurde, war er im Sarg. Ich habe meinen Sohn nicht mehr gesehen. Ibrahim Naber zeigt den Eltern die Aufnahmen, die er in Bachmut von ihrem Sohn Michailo gemacht hat. Sie sehen dieses Video zum ersten Mal. Stimmt es, dass Michailo euch nie erzählt hat, dass er in Bachmut war? Nein, er hat uns nie gesagt, wo genau ihre Positionen sind. Die ukrainische Armee hat den Eltern nach dem Tod ihres Sohnes sein Handy zugeschickt. Mutter Nelly zeigt ein Video, das sie darauf gefunden hat. Ich bin Vaters einziger Sohn. Lass mich raus zum Feiern gehen, singen Michailo und seine Kameraden. Für was ist er gestorben? Für was? Zum Abschied geben Nelly und Oleg noch mit auf den Weg, dass sie sich so sehr auf Enkelkinder gefreut hätten. Der Krieg hat ihnen ihren Sohn und auch diesen Wunsch genommen. Das Schicksal der Eltern Alexejenkos teilen ukrainische Familien tausendfach. Ein Land verliert seine junge Generation in den Schützengräben und den Ruinen der Städte, die Putins Angriffskrieg zurücklässt. Reporter Ibrahim Naber kehrt zurück in die Ostukraine.
Eine Fahrt über 1300 Kilometer. Viel Zeit zum Nachdenken. Ankunft in Slowjansk. Hier ist Michailo Alexeenko aufgewachsen. An diesem Nachmittag versprüht die Stadt so etwas wie Lebensfreude. Im Zentrum wartet ein Freund des Gefallenen. Mike Malkusch hat Michailo vor Jahren in einem Sommerlager kennengelernt. Auch der gelernte Software-Ingenieur kämpft als Soldat für sein Land. Ist das dein erster Besuch hier? Ja. Ich hatte bislang noch nicht die Gelegenheit dazu, sein Grab zu besuchen. Wie das Land, so haben sich auch die ukrainischen Friedhöfe verwandelt. Sie sind gewachsen, erschreckend schnell. Man sieht Fahnen und viele Bilder uniformierter Menschen, die nun tot sind. Es ist so gewöhnlich für uns geworden. Ein Teil des Alltags. Du hörst, schon wieder ist ein Freund von einem Freund gestorben. Ich glaube, es wird Zeit brauchen, um das alles zu verarbeiten. Ich hatte wirklich den Eindruck, dass er dir vertraut hat, dass er mit dir seine Gedanken und seine Ängste geteilt hat. Manchmal war er lustig. Du hast mir mal die Bilder von ihm geschickt, wie er gegessen hat, und du sagtest, das mache ihn glücklich. Ja, wir hatten ein spezielles Verhältnis in seinen letzten Monaten. Wir haben den Kontakt gehalten. Ich habe versucht, ihm irgendwie zu helfen. Putins Überfall auf die gesamte Ukraine hinterlässt nicht nur Zerstörung in den Städten, sondern auch Wunden in den Seelen. Denkst du manchmal darüber nach, ob das der Preis ist, den die Ukraine in diesem Krieg zahlen muss? Gibt es eine Antwort? Wir müssen diesen Preis zahlen. Wir haben keine andere Wahl, wenn wir überleben wollen. Und wenn wir eine Zukunft wollen. Das Problem ist, wir sind wirklich abhängig von unseren Unterstützern. Und das ist unsere Schuld. Total abhängig von den Lieferungen anderer Staaten. Wir haben nichts selbst. Zu wenig von allem. All die gepanzerten Wagen, Drohnen und Kämpfer, die wir nicht haben, kompensieren wir mit Menschenleben. Hast du Angst zu sterben? Denkst du daran? Natürlich mache ich mir darüber Gedanken. Jeder von uns hat diese Angst. Aber ich gebe mir Mühe, nicht zu sterben. Und ich denke, dass meine Familie sowieso mehr zählt als ich. Meine Tochter hat meiner Ehefrau vor ein paar Wochen gesagt, dass sie kein Waisenkind werden möchte. Auch Mike Malkusch ist Teil eines Drohnenteams und an der Front im Einsatz. Er wurde einige Monate nach Michailo einberufen. Er habe gespürt, wie sehr sich sein Freund im Einsatz in Bachmut verändert hat. Nachdem er nach Bachmut gekommen war, wurde es wirklich schlimm. Er wollte nicht viel über die ganzen fürchterlichen Dinge dort reden. Damit sind nicht nur die Taten der Russen gemeint, sondern auch, wie unsere Kommandeure manchmal Leben verheizt haben. Im Mai 2023 ist der ukrainische Widerstand in Bachmut endgültig gebrochen. Russische Truppen erobern die Stadt. Bilder des triumphierenden, mittlerweile toten Anführers der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, gehen um die Welt. Ende Mai räumt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky den Verlust der Stadt ein. Bachmut ist zum Symbol geworden, vor allem für das Abschlachten tausender Menschen, auf beiden Seiten. Die russischen Verluste wären so auf 50.000 bis 60.000 Mann geschätzt. Nur Bachmut. Aber aus ukrainischer Sicht dürfte der Blutzoll auch hoch gewesen sein. Zahlen gehen da weit auseinander. Das Problem aus ukrainischer Sicht vor allen Dingen war, dass viele erfahrene Offiziere und Kommandeure auch in Bachmut gefallen sind. Diese Leute hätte man später in der Gegenoffensive gebraucht. Das zweite Problem, das Bachmut für die ukrainische Armee bedeutet hat, ist, dass gerade in der Spätphase, dadurch, dass
dass die meisten Verluste auf ukrainischer Seite in der Spätphase zusammenfielen. Da in der ukrainischen Bevölkerung und in Teilen der ukrainischen Armee der Eindruck entstand, wir werden hier verheizt. Bachmut stand lange für den ukrainischen Widerstand. Nun aber auch für einen verpassten Rückzug. Aus heutiger Sicht, aus der Retrospektive heraus, wäre es das Beste gewesen, wenn die Ukraine Bachmut Ende Februar geräumt hätte. Aus der rein militärischen Sicht, nicht aus der politischen, sondern aus der rein militärischen Sicht. Vadim Adamow und Yuri Samanyuk haben Bachmut überlebt und die Stadt wenige Wochen vor dem Fall verlassen. Ende Mai schreibt Yuri in einer Nachricht, er befinde sich nun auf einem Trainingsgelände in der Zentralukraine. Vadim ist im südlich gelegenen Dnipro stationiert. Im Juni sehen sich die beiden an der Front im Südosten wieder, zum Beginn der lang erwarteten ukrainischen Sommeroffensive. Eines der Ziele, der Durchbruch zum Asowschen Meer. Moderne westliche Waffen sollen die Entscheidung bringen. Weltweit sind die Erwartungen groß, zu groß. Die Gegenoffensive bleibt schon nach einigen Kilometern in russischen Minenfeldern stecken. Aus dieser Frontregion im Südosten schickt Vadim am Abend des 25. Juni eine Nachricht. Yuri, der Kommandeur aus dem Keller in Bachmut, wurde heute getötet. Wir haben seine Evakuierung aus der Luft unterstützt. Monate später erhält der Kriegsreporter Ibrahim Naber die Chance, ukrainische Soldaten in das Frontgebiet bei Robotine zu begleiten. Wenige Kilometer von der Stelle entfernt, an der Yuri getötet wurde, finden sich die Spuren heftiger Kämpfe. Zurückgelassene Ausrüstung russischer Soldaten. Waffen. Teile von Leichen. Nach den Gesprächen vor Ort drängt sich der Eindruck auf, dass die Offensive nie eine echte Chance hatte. Nicht mit den vorhandenen Waffen, nicht inmitten dieser Minenfelder. Spätsommer 2023 in Kiew. Das Leben in der Hauptstadt ist ein anderes, weit weg von der Front. Cafés und Kinos haben geöffnet, die Straßen sind voll. Doch Stellwände erinnern an die Toten des Kriegs. Am Maidan wartet Halina, die Ehefrau von Yuri Samanyuk. Sie trägt die Nummer 13 auf ihrem T-Shirt. Die 13 war der militärische Rufname ihres Mannes. Die Zeremonie für Jura fand hier auf dem Maidan statt. Die Leute kamen, um sich von ihm zu verabschieden. Alle, die nicht nach Varuchta kommen konnten, der Stadt, in der Yuri geboren wurde. Halina bringt Aufnahmen von der Zeremonie zum Abschied ihres Mannes mit, die am Maidan stattfand. Vor der eigentlichen Beerdigung ist es in der Ukraine üblich, gefallenen Soldaten auf diesem Wege die letzte Ehre zu erweisen. In unserer Beziehung gab es viele kleine Dinge, die uns verbunden haben. Wir haben die gleiche Musik gehört. Wir mochten den Duft von Räucherstäbchen. Wir liebten Meditation und wir liebten das Tanzen. Über das Tanzen haben wir uns kennengelernt. War er ein guter Tänzer? Yes. Knapp 3 Jahre seien sie und Yuri zusammen gewesen, erzählt Halina. Nach seinem Einsatz in Bachmut trafen sie sich ein letztes Mal, bevor er zur Sommeroffensive aufbrechen musste. Die Nachricht kam dann per Telefon. Irgendwann kam ein Anruf von einer unbekannten Nummer. Ich nahm den Hörer ab und mein Herz war, es wurde sofort kalt. Als ich die unbekannte Stimme am Telefon gehört habe, die sagte, Halina, bist du es? So habe ich von seinem Tod erfahren. Halina, das ist für dich eine ganz neue Situation jetzt. Genauso wie für viele andere Frauen, die ihre Männer verloren haben im Krieg. Wie schaffst du es, ins Leben zurückzufinden? Es ist wirklich sehr schwierig. Die ersten Tage habe ich nur dank meiner Freunde durchgehalten und dank der Freunde von Yuri. Sie haben mich nicht einen Moment lang allein gelassen. Sie haben sogar die Nacht bei mir verbracht. Einige kamen, einige gingen, aber sie haben mich nicht allein gelassen.
Und mein jüngster Sohn hat mich an den Händen genommen. Er ist 11 Jahre alt und sagte zu mir, Mama, gib dir für nichts die Schuld, gib dir für nichts die Schuld. Und ich bitte dich, bitte, du musst alles aufarbeiten. Bitte geh zu einem Psychologen. Nach dem Gespräch am Maidan lädt Halina zu sich nach Hause ein. Sie lebt in einem kleinen Dorf außerhalb von Kiew. Halina will das Paket zeigen, das sie von der ukrainischen Armee zugeschickt bekommen hat. Ein Karton mit den persönlichen Gegenständen ihres toten Ehemanns. Das ist eine Urkunde vom Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte. Und das ist unser Hochzeitsfoto. Seine Frisur war ganz anders. Ja, ja. Halina, weißt du denn, was genau passiert ist, als Jura angegriffen wurde? War es eine Kamikaze-Drohne? Nein, nein, es war Artilleriebeschuss und Schrapnell. Ein Stück Schrapnell hat ihn erwischt. Als ich dann seine Schutzweste zugeschickt bekommen habe, sah ich, dass sie hier an der Seite beschädigt worden war. Ich habe seine Jungs beim Militär gefragt, was passiert ist. Und sie sagten, Jura sei an der Seite und am Hals getroffen worden. Überlebt hat Vadim Adamow. Nicht nur die Schlacht um Bachmut, auch die ukrainische Sommeroffensive. Vadim ist mittlerweile 19 Jahre alt. Nach Monaten an der Front hat der junge Soldat erstmals ein paar Tage frei. Der Verlust seiner beiden Kameraden beschäftigt ihn. Vor allem zu Juri hatte er ein besonderes Verhältnis. Juri war einer der klügsten Köpfe, die ich je getroffen habe. Nicht nur während des Kriegs, nicht nur in Bachmut, sondern in meinem ganzen Leben. Er hatte eine hohe Disziplin in seiner Einheit. Und gleichzeitig war er ein Mentor für seine Jungs. Er war ein sehr offenherziger Mensch. Und das war es, was ihn so großartig gemacht hat. Sind diese Verluste Motivation für dich, weiterzukämpfen? Oder ist das eine seltsame Perspektive, darüber nachzudenken? Jeder Tod eines Freundes, eines Kameraden, hinterlässt eine kleine Narbe auf unserer Seele, denke ich. Und du spürst diesen Schmerz. Und das motiviert dich noch mehr, deinen Job zu machen, um die Infanterie zu decken. Mein Job als Teil eines Luftaufklärungsteams. Um zu verhindern, dass noch mehr Menschen sterben. Welche Spuren die Monate in Bachmut wirklich hinterlassen haben, ist noch gar nicht abzusehen. Vadim blickt mit gemischten Gefühlen auf die Zeit zurück. Bachmut war der Ort, an dem ich dem Krieg zum ersten Mal richtig begegnet bin. Dem echten Krieg. Diese kleine ukrainische Stadt, die vor dem Krieg niemand wirklich kannte, hat mich gelehrt, Soldat zu sein. Es gab viele schwere Momente, aber auch viele bewegende Momente. Momente, an die ich mich erinnern werde. Und Momente, die jeden von uns, der dort gearbeitet hat, verändert haben. Wie hast du gelernt, mit dem Verlust von Freunden umzugehen, von Menschen, die du gut kanntest, so wie Michaelo und Jura? Gibt es da einen Weg? Ja, es gibt einen Weg, damit umzugehen, dass viele deiner Freunde sterben. Im Kriegsfilm, wenn jemand stirbt, sitzen sie da, rauchen und sagen, oh, es ist alles so schlimm. Aber meiner Erfahrung nach, macht jeder eher Witze darüber. Das ist eine Art der Verdrängung. Und es funktioniert. Das ist mein Weg. Mach einfach Witze über alles und du wirst keine psychologischen Probleme damit haben. Zumindest jetzt, vielleicht nach dem Krieg, okay. Aber zuerst müssen wir diese Zeit überleben. Danach sehen wir weiter.
Vadim Adamow ist mittlerweile wieder an der Front im Einsatz. So wie zehntausende andere Frauen und Männer. Russlands Armee greift weiterhin Städte und Dörfer an. Jeden Tag. Und an jedem dieser Tage kämpft die Ukraine um ihre Freiheit und um ihr Überleben.